Eiskrone. Mahnmal unseres Leidens. Der Vorhang zwischen Leben und Tod. Und auf dem Frostthron sitzt ein elender Dieb. Doch kein König herrscht für immer. Diese Krone zu tragen. Sie birgt so viel Macht. Diese Macht wird euer Gefängnis. Diese Welt ist das Gefängnis.
Hallo Leute, willkommen zu unserem Gameplay-Abenteuer. Wir werden den Druiden zocken in Wächterfunktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und so würde ich sagen, let's go. So, dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal die Quest hier an. Diese Expedition retten wir im Handumdrehen. Kapitänin, dem Sturm trotzen wir nicht mehr lange. Alle unter Deck, sofort. Alles klar, dann gehen wir mal dahin. Die Allianz lässt niemanden zurück. Ui. Und das Abenteuer ist vorbei. Oder auch nicht. So. Rekrut! Dem Licht sei Dank. Seid ihr verletzt? Murlocs sind in großen Mengen gefährlich. Holt unsere Vorräte zurück. Aber bekämpft nicht zu viele davon auf einmal. Alles klar. So, der ist dann auch schon mal tot. Ey, wer war das? Ey, du Zwerg, ist meiner gewesen. Ein Ziel. So, da haben wir die Quest auch abgeschlossen. Wir finden die Expedition. Lasst euren Posten niemals außer Acht. Keine Angst, wir finden die Expedition. Ah ja, chill mal. Was für ein unglaublicher Sturm. Fieser Sturm. Hat wohl auch das erste Schiff getroffen. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Passt gut auf. Von uns hängen Leben ab. Ihr drei, durchkämmt die Insel nach Zeichen der Expedition. Ihr und ich bilden die Vorhut. So hungrig. Alaria! Die Allianz lässt niemanden zurück. Bleibt aufmerksam und konzentriert. Ihr würdet kommen. Natürlich. Er ist mein Sohn. Und er ist außerdem auch ein Soldat der Allianz. Wir lassen niemanden zurück. Das ist eine Truhe, die holen wir uns erstmal, würde ich sagen. Ich habe kein Ziel. Ziel.
Das mit den Leveln geht hier aber schnell. Stufe 4. So, jetzt machen wir erstmal Futter. Die Stacheleber haben uns aufgelauert. Esst jetzt, Alaria. Ihr braucht eure Kraft. Wir finden die Expedition. Blöskar, Kampfübung. Passt gut auf. Von uns hängen Leben. Hört zu. Stacheleber sind noch viel tödlicher als Murlocs. Ihr müsst die kommenden Gefahren kennen. Gut, dann zeigt mal, was ihr könnt. Wirkt bei Kampfbeginn. Mondfeuer schadet eurem Gegner mit der Zeit. Setzt Zorn ein, während Mondfeuer auf eurem Gegner aktiv. Mondfeuer schwindet. Erneuert den Zauber. Gut. Wirkt weiter Zorn, während Mondfeuer Schaden verursacht. Wartet auf den richtigen Augenblick, um Mondfeuer zu erneuern. Mondfeuer schwindet. Erneuert den Zauber. Sehr gut. Jetzt noch ein letztes Mal. Mit Mondfeuer und Zorn besiegt ihr die Stacheleber. Mondfeuer schwindet. Erneuert den Zauber. Gut. Ihr seid bereit für die Stacheleber. Hoffentlich kommen wir rechtzeitig, um alle zu retten. Die Allianz lässt niemanden zurück. Seid gegrüßt. Geht mit dem Licht. Wir ziehen nach Norden und treffen uns mit den anderen. Alaria, ruht euch aus, bevor ihr weitermacht. Ich habe noch nie ein Mitglied der Allianz aufgegeben. Ich werde nicht bei meinem Sohn anfangen. Hier drüben. Die Stacheleber führen eine Art Ritual durch. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Mögt ihr immer treffen. Die Jagd geht weiter. Auf geht's. Diese Monster haben meinen Sohn. Henry, hab ihn nicht gesehen. Er ist aber sicher noch am Leben. Ich weiß. Ich hab ihn erzogen, jede Herausforderung zu bestehen. Ich muss näher ran. Werde Zeuge unserer Macht. Welcher Macht denn? So. Als nächstes, aber wir müssen hier lang. Den Big Boss. Unser Stamm wird wir dienen dem Geofürst. Die Ogre geben uns Kraft. Ich habe ein Ziel. So, das war ja mal einfach. Eindringlinge! Ihr seid unsere nächsten Opfer! Ich wusste, dass die Allianz uns retten würde! Hauen wir ab! Wo ist die Allianz? Ich bin alleine. Oh, hier ist wieder eine Truhe. Die holen wir uns mal direkt. Kapitänin Garrick, Henrys Mutter. Er hat immer gesagt, ihr würdet kommen. Da hatte er wohl recht. Also, was kann ich wo ist der tun? Rest der Expedition? Es gibt kein Problem. Ich bin nicht sicher, aber wir können es herausfinden. Bringt mir was Interessantes mit. Ich habe eine miniaturisierte Speomatik 5000 dabei. Entschrumpfen wir sie. Oh, das ist zu groß. Nur eine kleine Anpassung. Genau so. Versucht es. Kommen. Die Kamera der Speomatik 5000 arbeitet einwandfrei. Da steckt eine Kamera drin? Aber warum müssen dann Leute da hoch? Zur Sicherheit natürlich. Was, wenn die Maschine kaputt geht? Wir würden gar nichts sehen.
Ich meine, ich glaube nicht, dass so etwas passieren wird. Geht einfach nicht zu grob mit ihr um. Still. Ich sehe etwas. Wir werden euch die Seele nehmen und den Drachen wecken. Die geballte Macht der Allianz wird euch treffen. Denke ich auch. Unser Drache wird sie zermalmen. Wir müssen uns um andere Rituale kümmern. Genießt eure letzten Momente. Sie lassen einen Drachen von den Toten wieder auferstehen? Was tun wir dagegen? Wir müssen die Opferung aufhalten. Doch wir bräuchten eine Armee gegen all diese Untoten. Oder Wissenschaft. Mit dem Größenänderer vergrößern wir einen der Eber hier und schicken ihn gegen diese Monster. Wir haben keine Wahl. Das Leben meines Sohns ist in Gefahr. Alles klar. So, Leute, dann würde ich sagen, gucken wir die Quest erstmal ab. Diesen Ogern zeigen wir schon noch die Macht der Wissenschaft. Lasst mich wissen, wie es läuft. Ein riesiger Eber kommt sofort. Kalibrieren wir den Größenänderer. Ups, zu klein. Ein wenig zu klein, ein wenig. Ich bin außer Reichweite. Okay, jetzt noch einmal. Oh weh, das geht gar nicht. So, versucht es nochmal. Immer noch. Heureka, ein riesiger Eber. Ja, das sind Tiere nach meinem Geschmack. Melden wir uns bei der Kapitänin. Wir finden die Expedition. Lasst euren Posten hier. Wir kümmern uns um die Armee. Der Rest von euch schlägt voraus ein Lager auf, sobald der Weg frei ist. Angriff! Mutter, ich wusste, du rettest uns. Stirb! Irgendetwas geschieht mit dem Eber. Festhalten! Wie, der Spaß schon vorbei? Schade. Was soll man dazu noch sagen? So. Die Untoten sind erledigt. Schalten wir den Nekromanten aus und retten meinen Sohn. Auf Nimmerwiedersehen. Sehen wir Adios. Nach Henry. Mutter, es tut mir leid. Ich wollte die Oger bekämpfen, aber sie waren zu stark. Henry, denke immer daran, dass deine Fehler dich nicht definieren. Ich werde nach besten Kräften helfen. Und jetzt, gefreiter Garrick, erwarte ich einen Bericht. Wir müssen meine Freunde retten. Ja, Mutter. Kapitänin Garrick. Die Oger verwendeten Nekromantie, um einen Drachen zu erwecken. Für ihre Magie brauchen sie Opfer wie uns. Sie sind dabei, ein Ritual zu beginnen, das... Es hat schon begonnen. Sie wollen den Drachen mit der gesammelten Lebenskraft reanimieren. Dann müssen wir schnell sein. Rekrut, gefreiter Garrick, die Allianz gibt nie die Hoffnung auf. Auch nicht im Angesicht einer Katastrophe. Wir werden diese Rituale unterbinden, bevor die Oger sie abschließen können. Los! Mein Zorn reicht für uns beide. Dieses Ritual muss aufgehalten werden. Hallo. Man sieht sich. Hallo. So, erstmal alles verkaufen, was wir nicht benötigen. Auf dann. Zusammen werden wir dies meistern. Ich will doch nur zurück aufs Festland. Na dann, sehen wir, was wir herausfinden können.
Nun, ich glaube, wir haben wohl etwas gefunden. Hätte ich Eisenschmiede bloß nie verlassen. Es tut gut, euch zu sehen. So, rette 5 Gefangene, okay. Viel Glück. Die Überlebenden zählen auf euch. Rettet jeden, den ihr finden könnt. Spüre meinen Zorn. Ist da jemand? Hilfe! Elun, führe sie zu mir! Ihr werdet brennen als Verräter Kraft ernten! Und dann werden die, die mich eingeschlossen haben, renne! Ihr habt mir das Leben gerettet. Lasst mich den Gefallen erwidern. Springt auf! Elun, bitte schütze uns vor Schaden. Aus dem Weg, kleine Spinnen. Wackelt den ganzen Laden ab hier, ey. Diese armen Kreaturen. Wir können nicht anhalten, um ihnen zu helfen. Natürlich leben wir. Gute Arbeit, wie ihr diese Leute gerettet habt. Und das mit den Spinnen. Die Spinnen waren auch Opfer. Sie haben ihr Zuhause verloren. Gut, ja. So könnte man das auch sehen. Ihr Oga solltet es besser wissen, als so etwas zu einem Druiden zu sagen. Ha, habt ihr nicht eben gesagt, wie sehr ihr Spinnen hasst? Ihr seid ein echter Held. Vorsicht vor Ogern. Kila und ich bilden die Vorhut. Wir treffen euch im Norden, direkt vor der Harpienhöhle. So, hier ist auch noch eine Quest. Die nehmen wir mal direkt an. Ich glaube an diesen Dingern hier, oder? Ich habe versucht, diese Rituale zu unterbinden. Hast du wohl nicht hingekriegt, würde ich mal sagen. Aber die Oger halten mich fest. Stehlen meine Macht. Befreit mich, damit ich mich erholen und euch von meiner Macht geben kann. Der Zauber wird schwächer. Das Licht kehrt zu mir zurück. Oh, Freiheit. Meinen tief empfundenen Dank. Nehmt meinen Segen und setzt der Nekromantie. Alles klar. Scheinbar halten die Harpien einen eurer Leute gefangen. Das ist Meridy, unsere Magierin. Wir müssen sie retten. Wir müssen meine Freunde retten.
Haltet euch von dunkler Magie fern. Habt Geduld. Beharrlichkeit ist eure beste... Kümmern wir uns um die Harpien. Ich hoffe, Meridy geht es gut. Das wird es. Gehen wir. Ein Ziel. So, da haben wir wieder eine Truhe. Ich muss zuerst etwas anderes. Als die Magierin. Ich wirke einen Zauber, der mich hier rausbringt. Haltet die Harpien fern! Durch. Ich bin hier, um zu helfen. Kämpft weiter. Ich heile euch. Es kommt auf uns zu. Wir können siegen, wenn wir gemeinsam kämpfen. Für die Allianz! Oh. Stirb! Hässliches Vogelding. So, dann gehen wir erstmal die Quest hier ab. Etwas Magie gefällig? Bleibt mit beiden Füßen auf dem Boden. Ich werde nach besten Kräften helfen. Vorsicht vor Ogern. Die Kapitänin wird begeistert sein. Bringen wir die gute Nachricht zum Lager. Wir konnten Meridy nur dank des Rekruten retten. Gute Arbeit. Gönnt euch etwas Ruhe. Wir finden die anderen bald. Bleibt aufmerksam und konzentriert. Die Insel schreit vor Schmerzen. In der Nähe ist ein alter Druidenstein. Halten wir dort mit der Wildnis Zwiesprache. Dachte mit Elun. Ich bin außer Reichweite. Lauscht ihren Stimmen. Lernt ihre wertvollen Lektionen. Nutzt eure gestärkte Verbindung zur Natur. Schützt die Wildnis und bewahrt das Gleichgewicht. Ich werde zu Kapitänin Garrick zurückkehren. Folgt mir doch in eurer neuen Tiergestalt.
Das ist zu weit entfernt. Ja, da haben wir jetzt aber Glück gehabt, würde ich mal sagen. Dieses Ritual muss aufgehalten werden. Rekrut, ihr kommt mit. Der Rest bleibt hier, während wir zur Zitadelle gehen. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal die Quest hier vorne ab. Hier unten. Ja, da kommen wir erst drauf. Ogre und Nekromantie. Eine gefährliche Kombination. Passt gut auf. Von uns hängen Leben ab. Bei Nekromantie? Ist einmal... Wenn ihr ein merkwürdiges Kribbeln spürt, wisst ihr, dass die Illusion funktioniert. In Ordnung. Benehmt euch einfach wie ein Ogre. Ich bin ein Ogre. Ich bin dumm. Keine großen Worte. Sagt am besten gar nichts. Einfach lächeln und winken. Hallo, Fettsack. Mehr Opfer! Ab zur Kochstelle und Gorgroth winken! Zeigen, was ihr habt! Nicht Jeff, hier. Was haben sehen, wir, was wir denn über das Ritual hier herausfinden können. All die Opfer, die wir verloren geglaubt hatten. Bringt sie nach hinten. Wir versiegeln sie mit den Wärtersteinen, so wie ihren Anführer. Oder ich fresse sie. Es ist Zeit, das Ritual auf der Zitadelle abzuschließen. Wo ist die Suppe? Werden alle sich uns beugen. Kapitänin Kelra! Nein, nein, nein! Wie sollen wir diese Siegel brechen? Es gibt immer einen Weg, Henry. Zusammen werden wir dies meistern. Gorgoth hat Wärtersteine erwähnt. Ihr seid ein echter Held. Findet seid ihr vorsichtig und wir befreien da draußen. Die was beschäftigt euch? So, alles klar. Dann machen wir die Quest, würde ich sagen. Bin wieder Nachtelf. Ein intelligentes Wesen. So, wird der erste bestimmt sein. Verlier!
entfernt. So, zwei brauchen wir noch. Die werde ich, glaube ich, hier oben aber finden. Was anvisieren. Danke für meine Rettung. Kein Problem. Wir müssen Gorgoroth aufhalten. Ich brauche ein Ziel. Ich schulde euch mein Leben. Ich werde nach besten Kräften helfen. Bei Nekromantie. Ist einmal zu viel. Viel Glück. Das Ritual muss gestoppt werden. Los geht's. Ich lenke die Oga ab. Der Rest konzentriert sich darauf, sie zu erledigen. Ich habe kein Ziel. Weiter so! Hier ist alles voller nekrotischer Energie. Sie müssen den Drachen fast gedeckt haben. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das ist einer von Gorgoroths obersten Leutnants. Können wir ihn wirklich schlagen? Wir sind zu weit gekommen, jetzt aufzugeben. Rekrut, ihr leitet den Angriff. Ich stürme euch nach. Für die Allianz! Zerschmettern! Ihr Ritual nicht aufhalten!
sorge dafür, dass er sich auf mich konzentriert. Henry, du heilst uns. Verstanden, Kapitänin. So, Leute, weiter geht's. Keine Zeit zu verlieren. Gorgoroth ist in die Ecke getrieben. Ich bin außer Da ist Gorgoroth und der Drache, den er reanimieren will. Unzählige Würmer! Ihr haltet das Ritual nicht auf! Nicht nach allem, was wir getan haben! Rafnir wird euch alle vernichten! Und jetzt alle! Für die Allianz! Für die Allianz! Stopp! Nein, hat er es wirklich getan? Nein! Er schließt das Ritual ab! Nichts passiert. Ich glaube, wir haben es aufgehalten. Als ob. Dummer Ogre! Ihr habt mir viel zu wenig Macht verliehen! Nicht aufgeben! Wir können gewinnen! Erbärmliche Sterbliche! Euer Tod wird mich nähren! Und gefallen ist er. Wir haben es geschafft. Die Ogre und ihr Drache sind besiegt. Und der Sturm hat sich verzogen. Rekrut, sprecht mit mir, wenn ihr zum Verlassen der Zitadelle bereit seid. Wir müssen einen Weg nach Sturmwind finden. Bleibt alles klar, machen wir. Dort! Verstärkung von der Allianz! Da seid ihr ja! Wir haben versucht, euch durch den Sturm zu erreichen. Ogre und Nekromantie. Eine gefährliche Kombination. Ausgezeichnete Arbeit. Steigt auf einen Greifen und fliegt nach Sturmwind. So. Fleischen haben wir, Knurren. Okay. Er ist der wilde Biss. Frankenhieb nennen wir Level 23. Krass.
So, dann verlassen wir mal die Insel. Der Rest der Oger macht sich aus dem Staub. Sie hatten nie eine echte Chance. Mit der Zeit wird sich die Insel von den dunklen Ritualen erholen. Schaut am Horizont! Eins unserer Luftschiffe nähert sich. Ein echtes Symbol der Stärke der Allianz. Kommt, Rekruten, gehen wir nach Hause. Sturmwind. Die Hauptstadt der edlen Allianz. Obwohl die Völker der Allianz aus verschiedensten Ländern stammen, treffen sich alle in Sturmwind für Handel und Diplomatie. Ihr alter Feind, die wilde Horde, ist eine fortwährende Bedrohung. Doch die Soldaten von Sturmwind stellen sich jeder Herausforderung. Ihr gehört dem uralten Volk der Nachtelfen an und habt die heiligen Wälder verlassen, um für eure Verbündeten und die Wildnis zu kämpfen. Azeroth steht zahllosen Gefahren gegenüber. Es bedarf kühner Helden, um sie zu verteidigen. Für die Allianz! Für die Allianz! Wir haben einiges zusammen durchgemacht. Wir sehen uns wieder. So. Dann würde ich sagen, bereiten wir ihn erstmal vor. Suchen wir uns dann natürlich erstmal unsere Tankform aus. Gestalt nehmen war. Manchmal Erfolg. So, dann lernen wir erstmal reiten. Wie geht's? Bleibt auf dem Boden.
So, geben wir uns mal ein schönes Design erstmal. Nach was sieht er jetzt aus? Brauchen wir 4 Stück, mal dann direkt. Sucht ihr was Bestimmtes? Mögen eure Reisen sicher sein. Das Licht sei mit euch. So, Spielzeugkiste. So, jetzt brauchen wir einen vernünftigen Ruhestein. Nehmen wir direkt den Ruhestein der Nachtfee. Ah, okay, muss ich 80 haben. Das Licht sei mit euch. Und manchmal den nächsten Erfolg. Für die Allianz. Machen wir Ausrüstung hier, machen wir mal Handwerksware hin, Gebrauchsgegenstände und den soll er ignorieren. Machen wir mal dahin. Reisegestalt und dann halt so. Jetzt haben wir uns noch schnell unsere Berufausbilder. Herrscherei. Das Licht segne euch. Genau, da die. Die lernen wir dann, die Ausrüstungsdinger lernen wir dann, wenn wir jetzt nach BFA gehen, also Battle of Azeroth. So, haben wir hier erstmal alles erledigt? Ja.
Haben wir das nicht schon mal gemacht? Wie schön, euch zu sehen. Ah, okay. Wir sind schon in der BFA-Phase. Sind wir bei Hallo oder Tschüss? Ich verliere den Überblick. So, Leute, wir sind am Ende unseres Videos angelangt. Ich hoffe, es hat so Fun gemacht. Wir machen dann nächste Woche dann hier weiter wieder. Wenn wir hier weiter zocken und versuchen, BFA zu rocken. Euer Ivemox, bis zum nächsten Mal.